Herzlich willkommen zum SRI-Update mit dem Sportchef Yannick Steinmann. Yannick Steinmann, wir haben eine neue Führungskrew in der Garderobe. Von aus Schweden kommen der Stefan Hedlund als Headcoach und der Bert Robertson als Assistenztrainer. Wie sind Sie als Menschen? Ich glaube, es sind beide sehr moderne, kommunikative Trainer. Sind beide noch relativ jung, haben aber doch schon langjährige Erfahrungen als Coach auf allen Stufen. Sie sind sehr akribische Arbeiter. Denn was können wir systemtechnisch von Ihnen erwarten? Ich meine, Sie kommen aus Schweden, unter anderem Skellefteå sind Sie gewesen. Gut, sie spielen jetzt ein sehr modernes, aggressives Hockey spielen, viel laufen, viel Druck machen. Und sehr, sehr detailorientiert, also dass jeder weiß, wo er muss herfahren und herstehen. Aber wir werden ein modernes Hockey spielen, das wird sich nichts verändern von dem her, aber es wird sicher Anpassungen geben, sei es im Vorcheck, in der neutralen Zone oder wahrscheinlich auch gewisse Anpassungen in der defensiven Zone. Aber das müssen dann sicher sie sollen das unter sich ausmachen, was genau sie spielen wollen. Und das muss auch ein bisschen auf unsere Mannschaft abgestimmt werden, so wie auf Schweizer Eishockey. Dann vielleicht noch abschliessend, du hast jetzt schon einige Sachen erwähnt. Was bringen Sie sonst noch mit in die Schweiz? Ja, ich glaube, sehr viel Erfahrung in Sachen Ausbildung und Ausbildung auf allen Stufen. Ich rede von Ausbildung nicht nur immer von den 18- bis 22-Jährigen, sondern auch die 25- bis 32-, 34-Jährigen. Also jeder kann noch etwas lernen, sei es im System, sei es taktisch, sei es einzeltechnisch. Und von dem her, dort werden sehr viel mitbringen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Bindeglied zum Nachwuchs werden sie sicher noch mal mehr investieren und wollen den roten Faden bei den Lakers durchziehen. Dann haben wir noch 5 Neuzugänge zu vermelden. Dürfen wir doch über die auch noch gerade kurz reden. Wir fangen doch gerade an mit dem Rückkehr. Benny Neukomm kommt von den SCL Tigers. Was kannst du über ihn sagen? Ja gut, ich glaube, Benny Neukomm muss ich nicht gross vorstellen in Rappi. Er ist ein eigener, er ist ein Urgestein von Rappi. Er hat schon Nazi angespielt in Rappi, den ganzen Nachwuchs durchlaufen. Ich freue mich extrem auf ihn. Er ist ein super Charakter, er ist ein Energiespieler, wo immer alles gibt für den Club und für die eigenen Farben. Und es passt perfekt bei uns in die Mannschaft. Anschliessend Center aus Zug, Yannick Lennart Albrecht. Was bringt er mit? Gut, er ist sehr ein grosser Spieler, bringt eine gewisse Wasserverdrängung, ist sehr gut im Boxplay, am Face-Offs und gleichzeitig auch im Powerplay einsetzbar vor dem gegnerischen Goalie. Er sucht eigentlich immer den Weg dorthin und probiert dort für Unruhe zu stiften. Und das ist sicher ein Element, das wir sehr gut brauchen nächste Saison. Dann wird es ein bisschen jünger. Yannick Brüschwiler kommt von der GCK Lions. Was war bei ihm so der Gedanke gewesen? Wieso holt man ihn? Ja gut, er ist ein weiterer Spieler, der für uns perfekt in die Philosophie passt. Ich glaube, er hat zwei sehr gute Saisons gespielt in der Swiss League. Jetzt ist er sehr ein junger Spieler, ist ein läuferisch, technisch guter Spieler, wo man extrem spannend darauf schauen kann, wie er sich bei uns in der National League entwickeln kann. Aber ich glaube, er hat alle Tools. Jetzt gilt es nachher auch immer, das umzusetzen und sich den Platz zu erkämpfen. Und abschließend holen wir noch 2 U20-Nationalspieler mit dem Inaki Baragano und dem Nathan Wardu. Was bringen Sie mit? Ja, es sind beides 2 Wegverteidiger, Rechtsschützen. Sind beides talentierte junge Verteidiger, die sich eine Chance verdienen jetzt und die bei uns sicher eine gute Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln. Sie haben beide Potenzial mit dem Puck zu spielen und ich hoffe mir dort, dass sie sich möglichst schnell in der National League zurechtfinden und dann in Zukunft gute Stützen werden können. Vielen Dank, Yannick Steinmann. Merci.